So, meine Lieben, da bin ich wieder. Heute mache ich ein kleines Design. Und zwar, ja, die Vorgeschichte dazu. Mich hat heute ein Admin von einer Facebook-Gruppe angeschrieben. Und zwar die Barbara Roskopf von der coolen Nagelgruppe. Und hat mich gefragt, weil sie auch meinen YouTube-Kanal kennt, ob ich nicht Lust hätte, mal ein Video zu drehen, für die Anfänger Nageldesigns. Und habe gesagt, ja, würde ich gerne machen. Und schwuppdiwupp mache ich jetzt eins. Und zwar habe ich mir eins ausgesucht, wo ich mal bei einem Wettbewerb gewonnen habe. Das ist auch nicht so schwer. Und ja, und das war auch noch nicht online, das Video bei YouTube. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das ganz gut, dass ich das Design dann mache. So, ich habe diesen Nagel hier schon vorgrundiert mit so einem Glitzy Covergel. Und zwar ist das von Yulefine, das Covergel Rosé Glimmer. Das liebe ich sehr. Habe ich mir auch erst wieder nachbestellt. Und werde eine Neonfarbe benutzen, und zwar Magenta. Das ist von Lenis Shop, falls jemand das gerne wissen möchte. Und dann nehme ich meinen längeren Nailartpinsel. Viele Abonnenten von mir, die kennen den schon. Da brauche ich nicht mehr zu sagen, woher ich den habe. Den habe ich von eBay mal gekauft. Und tunk da einfach rein. Und male jetzt hier eine Fremdspitze hin. Ich mache mir hier immer so einen Punkt. Ja, und ziehe mir das dann so nach oben. Das ist jetzt auch nicht so schwer. Und ziehe das auch nach oben. So schaut das jetzt aus. Das wird jetzt komplett ausgefüllt mit der Farbe. Absturz. Dabei ist doch der Pinsel gar nicht so schwer. Naja. Gut. Einmal nochmal säubern. Und los geht's. Ach so, die Schwitzschicht habe ich drauf gelassen von dem Camouflage-Gel. Oder Make-up-Gel. Jeder nimmt es ja anders. Die Farbe ist schön deckend, deswegen braucht man da auch nur einen Aufstrich hier bei dem Neonfarben. Schön alles manteln. Wenn man sich mal vermalt, nimmt man einen sauberen Pinsel. Hier zum Beispiel bin ich aus Versehen rübergedarzt. Einfach weg. Und da vorne sehe ich auch noch was. So. Und das kommt jetzt wieder in die Lampe. Und wenn das ausgehärtet ist, hole ich euch zurück. Bis gleich. So, der ist jetzt ausgehärtet. Jetzt nehme ich mir hier ein Weiß. Ja. Und meinen langen Nailartpinsel wieder und tunke einfach da so rein, dass ich da Farbe drauf habe. Und möchte hier an der Seite drei Blütenblätter machen. Das ist auch nicht so schwer.
Ich fange meistens immer mit dem Mittelblatt an. Mache so einen kleinen Bogen und höre da unten auf. Aber jeder malt ja anders. Manche können erst nur von der Seite anfangen. Das müsst ihr dann selber für euch rauskriegen. Jetzt male ich hier noch eins hin. Natürlich auf der anderen Seite auch noch eins. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. So schaut das jetzt aus. Jetzt nehme ich mir ein etwas anderen Nailart-Pinsel, der schaut so aus, also ihr müsst auf jeden Fall einen kleineren Pinsel nehmen und dann male ich einfach hier das aus, beziehungsweise nimm einfach die Farbe, die ich schon habe und wenn es doch nicht reicht, weil es sehr dünne Striche sind, dann nehme ich mir da noch ein ganz kleines bisschen rauf. Das muss aber jetzt nicht deckend sein unbedingt. So. Und schon habt ihr Blütenblättchen. Da könnt ihr nochmal nachkorrigieren. So. So schaut das jetzt aus. Jetzt mache ich noch ein bisschen mehr Weiß. Und gehe da nochmal rein. Das reicht schon. Und jetzt nehme ich mir noch. Nein, das machen wir nachher. Genau, das kommt jetzt erstmal in die Lampe. Bis gleich. So, der ist jetzt gleich ausgehärtet. Ich habe mir von diesem gleichen Neon Magenta hier ein Tröpfchen drauf gemacht, meinen kürzeren Nailart-Pinsel genommen und werde hier in die Farbe eintauchen. Und jetzt gehen wir, ich fange immer in der Mitte an und wir machen so Strukturen rein oder das Innere von der Blüte, dass das nicht so fad ausschaut. Das könnt ihr ja so hochziehen, wie ihr möchtet. Ich werde das jetzt so lassen. Tue meinen Pinsel säubern. Und werde hier so Pailletten noch mit einsetzen. Das müsst ihr nicht. Ja. Mein Design, wo ich bei der Wetti gewonnen habe, das war so mit diesen Pailletten. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt hier auch noch. Das war nur in einer anderen Farbe, in so lila-blau, glaube ich.
so lasse ich das jetzt. Und das kommt jetzt wieder in die Lampe. Und wenn das ausgehärtet ist, hole ich euch zurück. Bis gleich. So, das ist jetzt ausgehärtet. Schaut jetzt so aus. Noch nichts Berauschendes, ne? Ich werde das jetzt versiegeln. Wenn ich so Nail Art Designs mache, versiegel ich immer gerne, auf jeden Fall, egal was es ist, ein mit Schwitzschicht und ein etwas dickeres, weil dann kann man diese Unebenheiten, die vielleicht entstanden sind durch Wraps oder hier Pailletten oder sonst was, gut kaschieren. So. Und das kommt jetzt auf jeden Fall wieder in die Lampe. So. Genau. Bis gleich. So, der ist jetzt ausgehärtet, habe die Schwitzschicht entfernt. Jetzt nehme ich ein Weiß ohne Schwitzschicht und was gleich nach dem Aushärten glänzt. Und zwar ist es das Wedding White von First Gale. Wenn jemand das gerne wissen möchte, ich nehme hier meinen kürzeren Nail-Art-Pinsel und umrande jetzt im Endeffekt nur die Blätter. Und ich fange immer oben an, dass das dann unten dünner wird. Und dann könnt ihr da auch noch so eine Spitze rausmachen. Einfach praktisch nur diese Blätter nochmal nachziehen. Genau. Das tue ich jetzt ganz kurz anhärten. Wenn einer nicht so geübt ist, in Nail Art, immer zwischendurch aushärten. Weil wenn dann sonst was passiert, dann müsst ihr alles nochmal abwischen und neu machen. Und das mag keiner. Ich tue zwischendurch auch immer mal aushärten, wenn es ein ganz besonderes Design ist. So, und dann habe ich noch Pünktchen gesetzt bei diesem Design. Und zwar habe ich in der Mitte angefangen, weil der soll ja sehr groß werden. Und da achte ich immer drauf, dass wirklich nur an der Spitze so ein Pünktchen ist. Ja, das darf nicht hochkriechen. Dann habt ihr ein Problem. Und Pünktchen immer senkrecht. Und dann hochziehen. Dann kann euch das auch nicht weglaufen oder so schlieren ziehen. Und dann werde ich immer kleiner. Mittelpunkt. Ein bisschen dicker oder größer, sagen wir mal so. So. Und dann einfach
immer kleiner werden. Und ich mache das auch in so einem Bogen. Und da setzen wir noch einen hin. Und das kommt wieder kurz zum Anhärten. So, und dann setzen wir noch ein Steinchen und dann wären wir an und für sich damit dann schon fertig. Und wenn ihr Nail Art macht, ich mache das immer hier auf so eine Palette. Dann kann man das immer schön portionieren und auch besser arbeiten. Pinsel eintauchen, abstreifen. Schaut schon sehr wüst aus, aber solange sie nicht kaputt ist, benutze ich sie noch. So, Steinchen. Das habe ich jetzt nur angehärtet. Wir setzen da noch ein Steinchen hin. Und zwar nehme ich da immer ein Gel von Trend Nails oder von Gem Gel, das Fixing Gel oder das Gem Gel von First Gel. Damit hält das am besten. Ich bin sehr zufrieden damit. Und dann nehme ich mir einfach so ein kleines bisschen raus. Ja. Und setze mir das hier hin. Das ist sehr zäh. Aber das macht nichts. War das jetzt ein bisschen zu viel? Ist was weg? So. Und dann suchen wir ein Steinchen raus. Das sollte auch ein bisschen auffallen. Ich würde sagen, wir nehmen das. Das passt am besten dazu. Das sind so Rosé-Steinchen. Dann nehme ich mir eins raus. Das ist zu groß, finde ich. Habe ich mich vergriffen? Aber da sind gar keine kleinen Steinchen dabei, sehe ich gerade. Das sind alles gleiche Größen. Ja, dann tun wir ein anderes rein. Das schaut auch gut aus. Da ist jetzt so ein Steinchen. Man könnte auch Perlen hin machen. Vielleicht schauen auch Perlen besser aus. Ich glaube, ich mache Perlen hin. Das entscheide ich immer so spontan. Aber das macht nichts. Dann nehmen wir uns noch mal ein bisschen Gel auf. Perlen schauen nämlich auch richtig süß aus. Man könnte auch so eine Halbperle nehmen. Aber ich glaube, dass die Mini-Bells oder Kaviar-Perlen, da nehmen wir ich glaube, ich nehme diese rosanen. Die sind schön. Genau.
Und die nehme ich meistens immer auch mit meinen dünnen Nailartpinsel auf. Tunke da ein bisschen mal in das Gel rein. So. Dass das ein bisschen feucht ist. Und dann gehe ich einfach da in die Perlen rein und setze die mir hin, wo ich sie gerne möchte. Ja, das schaut viel besser aus. Schaut die jetzt aus. Das kommt jetzt noch mal in die Lampe. Ich hoffe, dass die Belichtung nicht zu grell war. Ich finde den so ganz schick. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und für meine Abonnenten oder YouTube-Zuschauer kann ich euch gerne die Facebook-Gruppe unten verlinken. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, eure Marion.